Wir sind immer noch Aufsteiger und schauen von Spiel zu Spiel, dass wir natürlich die Punkte holen und jedes Spiel gewinnen. Jeder will zu Null spielen, jedes Spiel natürlich, aber trotzdem, wir müssen das als Mannschaft auffangen, nicht nur wir hinten, sondern die ganze Mannschaft. Deswegen schauen wir nach vorne und schauen von Spiel zu Spiel, dass wir das besser machen. Und natürlich für die neutralen Fans sind das super Spiele, aber ich glaube, für uns gilt es, noch weniger Fehler zu machen und noch besser zu stehen und ja, genau, die ganze Mannschaft. Ich glaube, die ersten zwei, drei Spiele haben wir das auch ganz gut gemacht. Wenn man auch die Statistiken anschaut, die Schüsse auf die Tore, und hatten wir sogar mehr als die anderen. Und ich glaube, die waren einfach effizienter. Jetzt im letzten Spiel haben wir einige Fehler gemacht, aber das ist Fußball, Fehler gehören dazu. Wir sind immer noch Aufsteiger und schauen von Spiel zu Spiel, dass wir natürlich die Punkte holen und jedes Spiel gewinnen. Aber trotzdem war da auch eine enorme Effizienz da, und gleichzeitig waren auch ein, zwei Fehler dabei. Aber wie gesagt, das ist Fußball. Die Frankfurter waren auch an dem Tag gut und effizient. Ist auch eine gute Mannschaft, haben nicht umsonst die Europa League gewonnen. Aber trotzdem wollten wir das Spiel gewinnen und sind natürlich enttäuscht, aber schauen nach vorne. Ja, also auch jetzt vielleicht auch nicht jeder Schuss ein Tor. Also Pavlas hat das auch gut gemacht und hat auch 1 gegen 1 Situationen gut gehalten. Aber ja, natürlich wird in der Bundesliga mehr bestraft als in der zweiten Liga, und da hätten wir jetzt vielleicht auch mal zu Null gespielt oder ein, zwei Tore weniger kassiert, aber ganz normal. Also wir haben noch genug Bundesliga-Erfahrung und wissen, wie das hier abläuft. Natürlich, also ich glaube, jeder Verein und würde das begrüßen, dass egal in welcher Ebene und auf welcher Position, wenn es eine Bereicherung gibt. Aber wenn nicht, dann haben wir einen genug guten Kader und haben das jetzt auch schon, ja, ist erst der Anfang, aber haben das auch schon gezeigt. Wir sind gut aufgestellt auf jeder Position, fast doppelt besetzt, deswegen ist alles okay, glaube ich. Ich kenne das schon von der Nationalmannschaft, habe jetzt auch die ganze WM-Qualifikation im Zentrum gespielt, deswegen kenne ich die Position schon, und die Verantwortung natürlich. Ist das eine sehr verantwortungsbewusste Position, aber auch die anderen Positionen neben mir sind auch das Gleiche. Deswegen, ich spiele jetzt auch nicht seit gestern. Deswegen ist das ähnlich, vielleicht ein bisschen noch mehr Verantwortung, aber da versuche ich mich gar nicht damit zu beschäftigen, sondern versuche, die Spieler neben mir besser zu machen, versuche, sie zu führen. Und gleichzeitig versuchen sie das Gleiche mit mir und der Vorderkette. Deswegen ja, muss da viel kommuniziert werden, und das versuchen wir in jedem Spiel umzusetzen. Wir sind immer noch Aufsteiger. Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen. Und gleichzeitig haben wir auch ein bisschen Bochum verfolgt, und die spielen auch keinen schlechten Fußball, sind auch gut drauf eigentlich, aber natürlich ja, spiegelt sich das nicht wider mit den Resultaten, und müssen da trotzdem aufpassen, aber gehen trotzdem mit breiter Brust ins Spiel und wollen das Spiel gewinnen. Hinten noch besser stehen, aber auch mit Ball, denke ich, können wir das noch besser machen. Und mit Ball verteidigst du auch gleichzeitig, weil wenn du den Ball hältst und in deinen Reihen hältst und ruhig bist am Ball, dann kann auch ja, nichts passieren. Deswegen müssen wir auch mit Ball schauen, dass wir noch besser sind und die Bälle ruhig nach vorne bringen und die zum Abschluss kommen.